Hallo ihr Lieben, in dieser Woche gehen die Leute aus Mecklenburg-Vorpommern für eine Reformation 2.0 auf die Straße. Martin Luther veröffentlichte im Jahr 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel und machte auch auf andere Missstände in der katholischen Kirche aufmerksam. Zum 507. Jahrestag wurden am Donnerstag, den 31.10.2024 in Wittenbeck 95 neue Thesen aufgestellt. Und zwar wurden 95 bedeutende Thesen formuliert, die wichtige Impulse für aktuelle politische Diskussionen und Veränderungen setzen. An diesen Thesen haben sich Initiativen aus ganz Deutschland beteiligt. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Verbreitet die Reformation 2.0 in eurer Stadt und hilft somit, den neuen Denkanstoß ins Rathaus eurer Stadt zu transportieren. Lutherstadt Wittenberg, 31.10.2024. Wir sind von dem Rathaus jetzt in der Lutherstadt Wittenberg und bringen jetzt die neuen 95 Thesen an. Und ihr könnt das auch machen in eurer Stadt. Das soll wie eine Welle durchs ganze Land gehen. Wir haben davon noch welche mit, die könnt ihr euch mitnehmen. Und natürlich Netz auf Telegram könnt ihr euch das ausdrucken. Ja? Da haben wir dann nochmal einen Vordruck. Und deswegen machen wir die jetzt schon mal als erstes ran in Wittenberg. Ich war deswegen am Rathaus und nicht an der Schlosskirche, wie das Luther gemacht hat, weil es ja eine politische Reformation ist diesmal und keine kirchliche. So, und so soll das bitte jetzt aussehen in ganz Deutschland, in allen Städten. Also macht da mit, Reformation 2.0 muss jetzt das ganze Land rollen. Nehmt das mit für eure Stadt und bringt das dort am Rathaus an. Macht ein kleines Hörnchen und schickt uns das am besten noch. Ihr könnt die 95 Thesen beim Telegram-Kanal t.me/lusaleaks/1536 als PDF-Datei downloaden und ausdrucken. Oder alternativ können wir euch die 95 Thesen per E-Mail senden. Schreibt uns dazu bitte eine E-Mail an neuethesen@web.de. Und wenn ihr auch auf die modernen Thesen aufmerksam machen wollt, dann geht mit uns gemeinsam in folgenden Städten Mecklenburg-Vorpommerns auf die Straße. Wer seid ihr? Ohne uns.